Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 98 vom Kerbal Space Programm. Wir sind immer noch auf dem Weg nach da oben irgendwie hin. Ich versuche immer noch den Dunford, oder wie hieß er, zu retten. Aber das stellt sich gerade etwas schwierig, ne? Jetzt sehe ich natürlich gar nicht erstmal. Das ist ganz schlecht. Wo ist er? Unset Target? Ne, habe ich doch als Target. Ach, da ist er ja. Oh, ich habe ihn gerade irgendwo gesehen. Es wird doch noch gesetzt. Wo ist er? Dann fort, wo bist du? Nicht verstecken. Da. Gut. 96 Meter, schlechter während. So. Unser Ziel liegt uns vor Augen, ne? Muss ich gleich wieder einmal Schub geben jetzt. So. Jetzt kommen wir der Sache wieder näher ran. Frage, ob das jemals klappen wird. Wahrscheinlich nach 10 Folgen oder sowas, das könnte sein. Aber es geht um Zentimeter, oder wie soll man das sagen, ne? Ja, Batterie ist gleich wieder alle. Ich würde ja jetzt vorspulen, nur dann bleibt mein Schiff wieder stehen. Das ist auch wieder doof, ne? Meine Rakete. Fällt ab die Geschichte zu ihm. Das heißt, ich muss gleich auch noch runter. Die Achse zu ihm gefällt mir eigentlich momentan so, wie wir uns zu ihm drehen. Kann ich nämlich gleich schön Gas geben und es müsste in der richtigen Richtung sein, ne? Glaube ich. So, jetzt irgendwann will ich das mal machen. So. Geschwindigkeit nimmt ab. Ne, nimmt zu. Wir uns ihm nähern, natürlich. Ich würde jetzt gerne, glaube ich, in dieser Position gerade verweilen. Gucken, was passiert. Er fliegt uns in Anführungsstrichen weg. Wenn ich jetzt wüsste, wohin ich muss, ne? Die Drehrichtungen sind alle die verkehrten. Oh Gott. Eins Komma eins drei, super. Und jetzt dreht das Ding sich in der Runde. Das war eigentlich nicht die Richtung, die ich haben wollte, aber ist jetzt besser wie gar nichts, ne? Weil ich muss nach da. Komm schon. Drehen uns äußerst schlecht zu ihm.
das war es auch nicht. Komm. Dreh, dreh, dreh weiter. So. Und jetzt müssen wir hoch. Mann, ist das ein Shit. Jetzt kommt er wieder runter. Passt aber irgendwie nicht. Jetzt trudeln wir in zwei Richtungen wieder. Strom ist leer alle. 0,38. Das war vollkommen verkehrt, sehe ich gerade. Aber ist nicht schlimm, wir können das gleich da unten korrigieren. So. Weiter gedreht. Jetzt bis zur Horizontalen und dann müssen wir da auch mal kurz Gas geben. So, jetzt müssten wir auf ihn zu. Das wird schwierig. Irgendwie ist die Drehung verkehrt. Die ist jetzt besser. Nullkomma zwei ist der Strom. Ich habe gedacht, wir kommen näher ran, wenn ich drauf zuhalte, aber sieht gerade nicht so aus, ne? Sieht gerade nicht so aus. Bitte dreh dich weiter. Die braucht ewig, bis sie rum ist, ne? Sind wir gegen seine Richtung? Das müssen wir nicht. Wir müssen mit seiner Richtung sein.
Komm schon. Komm, komm weiter. Sieht aus, als ob sie jetzt gerade steht, ne? Wahrscheinlich auch mit unserer eigenen Flugbahn wiederum zu tun, wie schnell das geht oder nicht. So, da kommen wir wieder auf ihn zu. Und jetzt beschleunigen wir auf ihn drauf. Ja. Sieht so aus, als ob wir stehen würden. Tun wir aber nicht, wir drehen immer noch. Komm. Nochmal 180 Grad drehen, ne? Hier würde ich schon bald sagen, tacken runter, aber das ist dann immer zu viel. 100 Meter. Jetzt wird es ziemlich zügig schnell, ne? Meter. Komm. Wir müssen gleich noch ein bisschen abbremsen eigentlich. Meter. Hm. Ich denke, wir lassen es erstmal so machen. Wir korrigieren nur gleich nach unten nochmal einmal. Ja, nach unten müssen wir auf jeden Fall korrigieren. Annäherungsgeschwindigkeit können wir erstmal so lassen. Nur einmal jetzt nach unten Einschub. Jetzt. Ah, das war wieder viel zu viel. Ah, jetzt nimmt er natürlich wieder Fahrt auf ohne Ende. Aber wir können gleich gegensteuern. Jetzt kommen wir in die passende Bahn. Komm schon, noch ein bisschen mehr. Das war gar nicht mal so verkehrt, denke ich. 20 Meter weniger während. Am besten hinter mir. Und hier einmal korrigieren, oder? So, jetzt haben wir Annäherungsgeschwindigkeit relativ gering. Im Triebwerk müsste er doch schon hinten dran sitzen, oder? Naja, nicht ganz, aber. Wenn die Rakete wieder hochkommt, kann er doch anpacken, oder? 8,7 Meter. Mann. Ist das wieder spannend. Meter, nicht mehr während, nicht weniger während.
Jetzt wird es wieder mehr. Ah. Dunford, was machst du mit mir? So, das ist schon mal eine gute Entscheidung, glaub ich, gewesen. Jetzt drehe ich weiter Rakete. Jetzt kommt er gerade wieder nicht näher. Meter. Jetzt wird es gerade wieder weniger. Liegt daran, dass ich gerade der Spitze näher an ihn rankomme, ne? So. Jetzt haben wir wieder eine Geschwindigkeit, die 0,1 Meter ist. Tendenz ist aber noch mehr während, auch schön, ne? Schwierig. Ja, aber es sieht wieder so aus, als ob wir die Folge wieder unterbrechen müssen. Und ich krieg's, glaube ich, nicht so ganz so schnell hin. Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.